Neulich haben wir Post von der Polizei bekommen. Wir haben einen Schrieb bekommen, dass unser Fahrzeug geblitzt worden ist und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an einer bestimmten Stelle eben aufgenommen worden ist. Und jetzt war eben da dieser Strafzettel uns übermittelt worden. Die Adresse stimmte, der Name stimmte, das Kennzeichen stimmte. Es war kein Bild dabei, also das war so ein Strafzettel ohne dieses eingedruckte Bild. Und es war natürlich trotzdem ein bisschen irritierend, weil an dem Ort waren wir nie zuvor gewesen. Und als wir es uns genauer angeschaut haben, haben wir gesagt, das ist ein echter Fehler. Das Fahrzeug, was dort aufgenommen worden ist, war ein LKW mit Anhänger. Ein LKW mit Anhänger. Und beim besten Willen, das haben wir nicht. Wir waren nie da und wir haben auch dieses Fahrzeug nicht. Obwohl alles andere stimmte. Nun, das war keine große Sache. Wir haben kurz hingeschrieben, haben gesagt, hier, überprüft das nochmal. Das Kennzeichen ist zwar unters, aber da ist was falsch gelaufen. Das ist vielleicht falsch abgelesen worden oder was auch immer. Und die Sache war erledigt und man hat sich sogar bei uns entschuldigt. Weißt du was? Das ist etwas, was mir zu einem Beispiel für unser Glaubensleben wurde. So oft werden uns in der geistlichen Dimension irgendwelche Dinge versucht zuzustellen. Irgendwelche Dinge, die man bei uns abliefern will. Notsituationen, Schmerzen, vielleicht Krankheiten, irgendwelches schlechte Verhalten uns gegenüber. Dinge, die nicht gut sind. Komische Sachen. Wir werden benachteiligt, wir werden zurückgestellt, wir werden übersehen oder was auch immer. Da ist etwas aus der geistlichen Welt vom Feind, wo er uns etwas zustellen will. Und in der Tat, auf den ersten Blick scheint das die richtige Adresse zu sein. Aber du musst dir bewusst sein, nein, das gilt gar nicht für mich. Das ist falsch zugestellt. Es betrifft mich nicht. Diesen Strafzettel brauche ich nicht zu akzeptieren. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Gesegneter des Herrn. Ich gehöre zu ihm. Und du kannst dich entschließen, einfach zu sagen, dieses Ding geht zurück an den Absender. Ich übernehme das nicht. Ich akzeptiere das nicht. Das betrifft mich nicht. Das ist falsch zugestellt. Zurück an den Absender. Back to sender. Back to sender. Und du entschließt dich, diese Dinge zurückzusenden. Wenn du das machst, wirst du merken, dass manche komischen Dinge, die gegen dich gehen, Attacken, Angriffe, Notsituationen, dass du die wirklich zurückweisen kannst, weil sie gar nicht für dich gelten. Nun, wenn du natürlich alles annimmst, alles akzeptierst, alles, was dir auf den Tisch gelegt wird, für dich wirklich als gegeben hinnimmst, dann ist das im Prinzip sogar dein Problem. Nicht alles, was dir auf den Tisch gelegt wird, was dir postalisch im Bild gesprochen zugestellt wird, ist für dich. Da ist manches dabei, wo du sagen kannst, nein, falsche Adresse, falscher Empfänger, das bin ich nicht. Es geht zurück an denjenigen, der es mir zugeschickt hat. Das gilt auch für Flüche beispielsweise. Akzeptiere es nicht. Sag back to sender, back to sender. Fang an, das zu machen. Fang an, dir bewusst zu sein. Will ich das, was mir hier begegnet? Möchte ich das akzeptieren über mir? Ist das was, was gut für mich ist? Oder ist das irgendwas Komisches? Und wenn du kein gutes Gefühl hast, dann sag zurück an den Absender. Mach das im Gebet. Und fang an, die Dinge, die nicht gut für dich sind, einfach im Glauben, im Namen Jesus zurückzusenden. Und ich glaube, du wirst erfahren, Gott hat viel mehr für dich.